Herzlichen Dank, Herr Kollege Hofmeister. Für die Fraktion DIE LINKE spricht deren Vorsitzende, Frau Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auf Antrag der AfD diskutieren wir heute zum zweiten Mal über Meinungsfreiheit oder vielmehr darüber, was die AfD darunter versteht. Sie beklagen die Entlassung des Chefs der Hessischen Filmförderung, der sich öffentlichkeitswirksam mit AfD-Chef Meuthen getroffen hat, als Anschlag auf die Meinungsfreiheit. Ich will das noch einmal sagen zur Erinnerung. Vor kurzem hat die AfD hier im Landtag eine Aktuelle Stunde beantragt, um das Ergebnis einer demokratischen Wahl an der Technischen Universität Darmstadt zu problematisieren, weil Ihnen die politische Ausrichtung der neuen Präsidentin nicht gepasst hat. Sie haben kritisiert, dass Sie im Schattenkabinett von Thorsten Schäfer-Gümbel waren. Das haben Sie hier kritisiert. Und Sie forderten, dass der Frankfurter Oberbürgermeister als Aufsichtsratsvorsitzender der Messe zurücktreten müsse, weil er es gewagt hat, im Zusammenhang mit der IAA drei kritische Sätze zur Automobilindustrie zu verlieren. Sie haben es gefordert, dass er zurücktritt, weil er eine Meinung geäußert hat, die Ihnen nicht gepasst hat. Und das zeigt beispielhaft Ihr Verständnis von Meinungsfreiheit, eben ein sehr selektives Verständnis von Meinungsfreiheit, Freiheit für Ihre eigene Meinung, das verstehen Sie unter Meinungsfreiheit. Um was geht es? Ende Juli postete AfD-Chef Meuthen ein Foto, das ihn im Gespräch mit dem Chef der Hessischen Filmförderung, Prof. Mendig, zeigte. Mit dabei war übrigens auch PR-Berater Moritz Hunziker, der gerade mit dem menschenverachtenden Satz, Zitat, mit Kohl gäbe es diese scheußliche Masseneinwanderung von Wilden hierzulande nicht, in den Schlagzeilen war. Nur einmal am Rande erwähnt. Unterschrieben war das Foto übrigens mit den Worten: sehr angeregter und konstruktiver politischer Gedankenaustausch heute in Frankfurt mit Prof. Dr. Moritz Hunziker und Prof. Dr. Hans-Joachim Mendig, Hashtag AfD. Dieses Foto sorgte bei vielen Filmschaffenden in Hessen und weit darüber hinaus für Irritationen und Empörung, und ich meine zu Recht. Über 600 Filmschaffende aus der ganzen Bundesrepublik haben einen Aufruf unterschrieben, in dem sie das Treffen missbilligt haben und indem sie Mendig zum Rücktritt aufforderten. Um daraus mal kurz zu zitieren: wir erinnern daran, dass Jörg Meuthen sich mit fraglos rechtsradikalen Auffassungen äußerte und als strammer Gegner liberaler Kulturproduktion bekannt ist. Der Geschäftsführer der Hessenfilm begleitet eine Position mit hohen Anforderungen an Überparteilichkeit, Offenheit für vielfältige künstlerische Positionen, demokratische Kultur und Transparenz. Er hat mit seinem Verhalten den Ruf der Hessenfilm, der durch seine autoritäre Amtsführung bereits vorher belastet war, weiter schwer beschädigt. Eine weitere Zusammenarbeit mit ihm und der Hessenfilm ist für uns unter diesen Bedingungen nicht vorstellbar. Zudem, das hat auch Frau Ministerin Dorn gesagt, haben eine Reihe von Mitgliedern ihren Rückzug aus Gremien und Juries angekündigt, und auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Hessenfilm kam deutliche Kritik. Und dass die Filmschaffende beunruhigt sind, weil sich der Chef der Filmförderung ausgerechnet mit AfD-Chef Meuthen trifft, das ist mehr als nachvollziehbar, und ich glaube, darüber muss man inhaltlich auch ein paar Sätze verlieren. Herr Meuthen hat Höcke, den man ja, wie wir wissen, gerichtlich bestätigt einen Faschisten nennen darf, mehrmals verteidigt. Er hat den Journalisten Georg Ressle als totalitären Schurken beschimpft. Und die AfD-Fraktion im Antrag von Baden-Württemberg hat unter Vorsitz und auf Initiative von Herrn Meuthen einen Antrag eingebracht, in dem gefordert wurde, die Fördermittel für die NS-Gedenkstätte in Gurs in Frankreich zu streichen. Dorthin wurden übrigens Tausende deutscher Juden deportiert. Und außerdem sollte es nach Vorstellung der AfD-Fraktion unter Meuthen keine Fahrten mehr von Schülerinnen und Schülern zu Gedenkstätten des NS-Unrechts mehr geben, sondern nur noch Exkursionen zu, Zitat, bedeutsamen Städten der deutschen Geschichte. Begründet waren die Anträge übrigens mit dem Argument der Haushaltskonsolidierung und damit, dass ein positives Bild der deutschen Geschichte vermittelt werden müsste und eine einseitige Konzentration auf 12 Jahre NS-Unrecht sei abzulehnen. Und erst nach großer öffentlicher Empörung hat Herr Meuthen diesen Antrag zurückgezogen und erklärt, es habe ein Missverständnis gegeben. Mal wieder ein Missverständnis.
Und das zeigt doch, dass das ganze Kulturverständnis der AfD auf Zensur und auf Repression angelegt ist. Sie beklagen hier den Umgang mit Mendix, aber es ist doch die AfD, die allerorts finanzielle und personelle Konsequenzen für Kultureinrichtungen fordert, die Ihnen nicht in den Kram passen. Die AfD in Sachsen-Anhalt forderte die Entlassung des Opernintendanten in Halle. Und Herr Grobe, das ist ja ein bisschen witzig. Sie haben ja vorhin dargestellt, was passiert wäre, wenn die Geschichte Mendig in Ungarn passiert wäre, und haben ja die Geschichte als eine ungarische erzählt. Es ist kein Zufall, dass Ihr Kollege in Sachsen-Anhalt die Entlassung des Opernintendanten von Halle mit den Worten gefordert hat: Ich schlage vor, Florian Lutz wird entlassen. Als Nachfolge wird ein Charakterkopf vom Format eines Attila Witniansky gesucht. Dann muss die ganze Willkommenspropaganda aus dem Spielplan. Das angesprochene Vorbild, also der Charakterkopf, ist Intendant am Nationaltheater in Budapest. Er wurde von Staatschef Viktor Orbán persönlich dorthin bearbeitet. Ich finde, diese Aussage zeigt doch ganz klar, was Sie hier beschrieben haben. Also die ungarische Kulturpolitik ist doch faktisch das Vorbild der AfD, wenn Sie genau solche Vorschläge machen, um unliebige Intendanten abzuberufen, meine Damen und Herren. Die Berliner AfD-Fraktion wollte mittlerweile dem Friedrichstadtpalast, dem Maxim-Gorki-Theater und dem Deutschen Theater die Mittel kürzen, weil ihnen entweder der Spielplan oder die politische Ausrichtung der Intendanten nicht gepasst hat. Die AfD in Hessen greift die kulturellen Zentren an. Immer wieder werfen sie Fragen auf, ob die Finanzierung der Initiativen mit öffentlichen Mitteln gerechtfertigt sei, weil die Kulturzentren nicht genug für die deutsche Kultur täten oder linksextrem unterwandert seien. Ein Kasseler AfD-Stadtverordneter nennt einen in der Stadt Kassel aufgestellten Obelisken eines Documenta-Künstlers ideologisch polarisierende, entstellte Kunst. Und auf dem Obelisken, um das transparent zu machen, auf dem Obelisken ist in vier Sprachen der Bibelspruch „Ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt“ zu lesen. Was die hessische AfD als förderungswürdige Kultur anerkannt, hat ihr kulturpolitischer Sprecher Grobe ja mehrfach deutlich gemacht. Kultur solle einen Beitrag zur Etablierung der deutschen Leitkultur und eine Stärkung der deutschen Identität leisten. Das, meine Damen und Herren, hat mit Kultur nichts zu tun. Das ist Unkultur. Kultur lebt vom internationalen kulturellen Austausch. Und die nationale und geistige Begrenztheit, für die Sie stehen, zerstört Kultur. Und angesichts dessen kann ich es gut verstehen, dass Filmemacher sagen, wir haben Angst, dass jemand, der nicht zweifelsfrei sich distanziert von diesen Positionen, sondern eben durch solche Fotos öffentlichkeitswirksam auf sozialen Netzwerken doch eine gewisse Nähe zu dieser Partei vermuten lässt, dass Filmschaffende sich Sorgen machen. Demokratiefeindliche Kräfte wollen die Freiheit von Kunst und Kultur infrage stellen. Sie wollen Kunstrepressionen unterwerfen und in Versuch unterwerfen, Kunst und Kultur einer völkisch-rassistischen Ideologie zu unterwerfen. Und das, meine Damen und Herren, ist genau die Ideologie, die in Deutschland schon einmal zu Bücherverbrennungen geführt hat. Und deshalb, wir halten die Entscheidung von Frau Ministerin Dorn und des Aufsichtsrates, Herrn Mendig zu entlassen, für nachvollziehbar. Und wir halten sie auch für richtig. Es ist die Aufgabe des Aufsichtsrates, Schaden von der hessischen Filmförderung abzuwenden. Wenn das Vertrauen zwischen dem Aufsichtsrat und dem Geschäftsführer gestört ist, warum auch immer, und wenn das Vertrauen zwischen Geschäftsführer und einer Mehrzahl von Filmschaffenden und der Mitarbeiter gestört ist, dann ist eine Entlassung folgerichtig. Deswegen sind Geschäftsführer ja auch abrufbar. Diese Entscheidung ist einstimmig im Aufsichtsrat gefallen. Frau Ministerin Dorn hat darüber transparent erst die Obleute und dann im Ausschuss informiert und auch gesagt, dass man frühzeitig, lange vor der Presseveröffentlichung, das Ministerium bei Professor Mendig nachgefragt hat, ihm die Möglichkeit gegeben hat, sich dazu zu äußern und einen Umgang mit der breiten öffentlichen Kritik zu finden. Frau Ministerin kann darüber nicht sagen, aber offensichtlich ist das ja nicht passiert. Und deswegen unterstützen wir das Vorgehen der Frau Ministerin Dorn in diesem Fall und weisen ihre unhaltbaren Vorwürfe zurück, meine Damen und Herren. Abschließend möchte ich enden mit einem Zitat, und zwar mit einem Zitat von Mariam Saré. Mariam Saré wurde beim 30. Hessischen Film- und Kinopreis vor zwei Wochen für ihr Regiedebüt Born in Wien ausgezeichnet. Sie kam als Zweijährige gemeinsam mit ihrer Mutter als Flüchtling vor dem iranischen Regime nach Frankfurt.
und in ihrer berührenden, aufrüttelnden Dankesrede erinnerte sie an die deutsche Geschichte und an den Holocaust, und sie mahnte. Der Mord an Walter Lübcke ist nur ein paar Monate her. Die brennenden Asylwohnheime, Chemnitz, die NSU, die politische Hetze seitens der AfD, aber auch aus anderen Teilen der Politik und den Medien gingen ihm voraus und sind uns nicht entgangen. Dennoch, der Anschlag in Halle war ein Wendepunkt auch für unsere Familie. Vielleicht hat sie selbst Hetze, Rassismus, Antisemitismus noch nie getroffen, aber es sollte sie betreffen. Denn Menschenrechte gelten für uns alle, und wir wissen in Deutschland doch sehr genau, wie fragil diese Rechte sind. Es ist also an uns allen, uns jeden Tag vehement und bestimmt dafür einzusetzen, dass der Hass seinen Weg nicht in unsere Politik, in unsere Medien, in unsere Herzen findet. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Für die FDP-Fraktion darf ich noch für 3,5 Minuten den Kollegen Dr. Naas das Wort erteilen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nachdem sich die Kollegin Wissler jetzt 10 Minuten an der AfD abgearbeitet hat und zur Konsequenz der AfD gesprochen hat, könnte man sicherlich noch einmal diskutieren, möchte ich mich aber noch einmal dem Fall Mendig im engeren Sinne zuwenden. Und, hier wird ja immer so viel von Schaden gesprochen. Der erste Schaden, der hier entstanden ist, und der ist zu verifizieren, ist der Schaden, ich habe Ihnen auch zugehört, Frau Kollegin, ist der Schaden, dass jetzt ein doppeltes Gehalt bezahlt werden muss. Nämlich einmal das Gehalt des freigestellten Geschäftsführers und das Gehalt desjenigen, der jetzt die Amtsgeschäfte führt. Und diese Kosten sind handgreiflich. Und das Schöne ist ja, dass es für die Abberufung zunächst einmal auch gar keine Gründe gab, zumindest nicht, wenn man Ihre Presseerklärung liest. Denn in der allerersten Presseerklärung stand ja gar nichts drin. Es musste ja erst nachgefragt werden, was die eigentlichen Gründe sind. Ich wünsche Ihnen viel Glück, falls es zum Arbeitsgerichtsprozess kommt. Weil das wird spannend. Da kann ich nur sagen, da können Sie, glaube ich, besser gleich das gesamte Gehalt bis zum Ende der Zeit zahlen. Weil gegen dieses Verhalten wird es arbeitsrechtlich kaum etwas einzuwenden geben. Hier geht es auch nicht darum, dass irgendwann einmal gesagt wurde, dass hier Schlechtarbeit geleistet wurde. Ich will Ihnen auch gar nicht die Einstellungspresseerklärung damals der Koalition vorenthalten, wo der Herr Mendig in den allerhöchsten Tönen gelobt wurde. Möchte ich hier gar nicht vorlesen, wäre, glaube ich, Zeitverschwendung. Mir geht es darum, noch einmal aufzuzeigen, was sind jetzt die eigentlichen Gründe. So, und da wurde zunächst einmal gesagt, also fachlich ist es ja wohl nichts. Zumindest habe ich fachlich nichts gehört, also bleiben wir bei der Vertrauensgrundlage. So, jetzt gibt es die Vertrauensgrundlage zwischen Mendig und den Zuwendungsempfängern. Das kann ja wohl nicht Gegenstand hier der Freistellung sein, sondern das kann ich mir auch nicht vorstellen. Es kann ja eigentlich nur die Vertrauensgrundlage zwischen dem Aufsichtsrat und Mendig sein. Nur das. Und da frage ich mich dann schon in der Tat, schlägt die denn durch? Kann denn das durchschlagen? Reicht es bei uns, dass 600 sich melden und dann ist die Vertrauensgrundlage gestört? Das, glaube ich, ist ein Durchgriff, den wir nicht zulassen dürfen, weil das würde bedeuten, dass in der Tat ein Treffen, ein Kaffeetreffen mit jemandem, der einem nicht passt, am Ende zur Aufhebung der Geschäftsführerbestellung führt. Und das möchte ich nicht. Denn ich möchte mir nicht vorstellen, was das dann im Ergebnis heißt. Herr Mendig musste sich nicht dazu äußern, warum er ihn getroffen hat. Das ist seine private Sache. Das können Sie auch nicht verlangen. Nein, das können wir nicht verlangen. Da haben wir ein anderes Verständnis von Meinungsfreiheit, von Privatsphäre, vielleicht auch von Demokratieverständnis, Frau Kollegin. Das muss man aushalten. Stellen Sie sich doch einmal vor, er hätte sich mit einem linken Abgeordneten getroffen. Hätte er sich dann auch erklären müssen? Hätte man ja vielleicht auch einmal nachfragen können, was Ihr kulturelles Verständnis in dem einen oder anderen Fall ist. Nein, sehe ich genauso. Und deswegen ist das hier die entscheidende politische Frage. Die entscheidende politische Frage, musste er diese Frage beantworten, ja oder nein? Da sagen wir nein. Und deswegen geht die Frage auch weiter. Was heißt denn das jetzt für Angestellte Ihres Ministeriums? Was heißt denn das für Personen in der Probezeit? Wie politisch wird denn die Sache noch?
Das ist doch kein verlängertes Ministerbüro, wo eine besondere politische Nähe unterstellt werden muss, wo man sagen kann, der muss mir nahestehen, und deswegen ist die Vertrauensgrundlage gestört. Hier geht es darum, dass es Jurys gab, dass es Jurys dafür gab, hier Preise auszusprechen. Und diese Jurys für Filmschaffende, die sitzen ja sogar selbst drin, diese Jurys müssen organisiert werden, nicht mehr und nicht weniger. Und es ist keine hochpolitische Aufgabe, sondern das ist eine Aufgabe, wo ein gewisses Grundvertrauen einfach unterstellt werden kann, unabhängig davon, mit wem man sich zum Kaffee trifft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Naas. Nächste Rednerin ist Frau Staatsministerin Dorn für die Landesregierung. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich versuche, noch einmal das Thema auf das Grundelement zurückzubringen. Über was reden wir heute? Der Aufsichtsrat der Hessen Film- und Medien GmbH hat einstimmig beschlossen, die Zusammenarbeit mit Prof. Hans-Joachim Mendig zu beenden. Hintergrund für diesen einstimmigen Beschluss war, dass es eine breite öffentliche Reaktion der Filmbranche auf das Treffen zwischen ihm und Herrn Jörg Meuthen, Europaparlamentarier der AfD, sowie insbesondere den Umgang von Herrn Mendig mit dem Vertrauensverlust der Filmbranche gab, der sich immer stärker abzeichnete. Thema war also weder das Foto noch das Treffen an sich, denn in diesem Land kann sich jeder mit jedem treffen. Sie haben es ja der öffentlichen Berichterstattung entnommen, dass es zahlreiche Filmschaffende gab, die eine künftige Zusammenarbeit mit der Hessen Film Medien GmbH ablehnten. Sie irritierte die Reaktion von Herrn Mendig auf die öffentliche Berichterstattung über das Treffen. Sie irritierte, dass es von Ihnen zahlreiche Bitten gab, der Filmschaffenden um Stellung zu nehmen. Und die Reaktionen entsprachen nicht Ihrer Erwartung hinsichtlich einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Und diese Anfragen und Stellungnahmen kamen ja nicht von irgendjemandem. Sie kamen von 500 namhaften Filmschaffenden, von der Initiative Hessen Film und von der Deutschen Filmakademie, dem vermutlich wichtigsten Organ der Branche. Und meine Damen und Herren, die Gesellschaft Hessen Film und ihr Aufsichtsrat stand vor dem Problem, dass ihr Geschäftsführer, also der Hauptkommunikator, der Hauptansprechpartner für die Filmbranche, auf viele Zuschriften und öffentliche Bitten zur Stellungnahme nicht entsprechend kommunizierte, um diesen eingetretenen Vertrauensverlust zu beseitigen. Und außerdem haben den Aufsichtsrat zahlreiche Erklärungen erreicht von Jurymitgliedern, die als Reaktion auf das Verhalten von Herrn Mendig entweder von ihrer Jurymitgliedschaft zurückgetreten sind, diese ruhen gelassen haben oder ihre weitere Mitarbeit unter Vorbehalt gestellt haben. Nun hat die AfD auf die Rede von Herrn Hofmeister reingerufen, dass sie durchaus überrascht waren von den Reaktionen und haben nicht verstanden, warum es denn Sorgen überhaupt bezüglich des Fotos gab. Jetzt versuchen wir uns einmal in die Filmschaffenden und in die Kulturszene hineinzuversetzen, wenn Sie Zitate der AfD hören wie folgendes. Ich zitiere das Landtagswahlprogramm der AfD. Die Finanzierung stark politisch ausgerichteter Kultureinrichtungen aus dem Kulturetat ist einzustellen. Oder wenn Sie Zitate vom kulturpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion Marc Jongen hören, der völkische Homogenität als Basis der Demokratie erachtet und auf seiner Homepage schreibt, es wird mir eine Ehre und Freude sein, dieses Amt, in Klammern des kulturpolitischen Sprechers der AfD-Bundestagsfraktion, auszuüben und die Entziffung des Kulturbetriebes in Angriff zu nehmen. Ich kann verstehen, dass es bei solchen Zitaten Fragen aufkommen bezüglich solcher Treffen, wenn auch da stand, es gab einen politischen Austausch. Ich finde es legitim, völlig legitim, dass da Fragen aufkommen, die gerne die Kulturschaffenden beantwortet bekommen möchten. Meine Damen und Herren, ich habe im Ausschuss das ja bereits sehr ausführlich dargestellt. Ich habe bereits am 26. August 2019, also 10 Tage vor der ersten Berichterstattung, über das Foto
am 5. September, was halt sozusagen, da gab es die Berichterstattung, Herrn Mendig anschreiben lassen für meinen Büroleiter. Das ist eine relativ knappe Korrespondenz, deswegen kann ich hier zitieren. Wir wurden auf Anhängen das Foto aufmerksam gemacht, das offenbar Herr Meuthen auf Facebook gepostet hat. Ich wüsste gerne, bei welcher Gelegenheit dieses Foto aufgenommen wurde. Aufgrund der politischen Brisanz könnte es passieren, dass wir dazu angefragt und um Stellungnahme gebeten werden. Das war also 10 Tage vor der Berichterstattung. Herr Mendig hat daraufhin am darauffolgenden Tag geantwortet, bezugnehmend auf Ihre Mail vom 26.08.2019 teile ich Ihnen mit, dass es sich um eine private Gelegenheit handelte. Es gibt inzwischen den anwesenden Personen und der Hessen Film und Medien GmbH keine geschäftlichen Beziehungen. Wir müssen leider feststellen, dass seine damalige Einschätzung, dass dieses Treffen die Hessen Film und Medien GmbH nicht tangiert, als falsch erwiesen hat. Wir haben uns sehr viel Zeit genommen im Aufsichtsrat, sehr viel Zeit genommen, um mit Herrn Mendig darüber zu sprechen, über die Situation zu sprechen und die Frage, wie wir mit der Situation umgehen können. Der Aufsichtsrat hat es sehr verantwortungsvoll getan. Ausschlaggebende Gründe für die Entscheidung der Abberufung von Herrn Mendig vom Amt des Geschäftsführers einstimmig waren die bereits eingetretenen nachteiligen Auswirkungen auf den operativen Geschäftsbetrieb der Hessenfilm sowie die Absicht, Schaden für das Image und die wirtschaftlichen Aussichten des Filmlands Hessen abzuwenden. Es war einhellige Auffassung aller Aufsichtsratmitglieder, dass Herr Mendig dem Aufsichtsrat keine überzeugenden Konzepte für eine Beseitigung des eingetretenen Vertrauensverlustes präsentieren konnte. Und Sie hatten die anonymen Briefe erwähnt. Die anonymen Briefe waren nicht Thema der Aufsichtsratssitzung. Das habe ich Ihnen auch sehr deutlich bei der Beantwortung des Berichtsantrags entsprechend deutlich gemacht. Es gab Fragen der FDP-Fraktion, die habe ich wahrheitsgemäß beantwortet. Da kam ein anonymes Schreiben vor, aber sie waren nicht Thema des Aufsichtsrates. Und das habe ich auch entsprechend so dargestellt. Der Aufsichtsrat hat damit verantwortlich und ausschließlich im Interesse der Hessen Film und Medien GmbH gehandelt. Ich finde es schon schwierig, wenn suggeriert wird, dass es eigentlich ein längerer politischer verlängerter Arm sein könnte, der sozusagen zu dem Handeln geführt hat. Das sind alles Personen, die im Aufsichtsrat sitzen. Sie wissen, wie das bei einer privatrechtlichen Organisation ist. Und der Frage, wie diese entscheiden, die werden sicherlich nicht nach meinem politischen Gutdünken handeln. Das finde ich einen ziemlich schwierigen Vorwurf, der da angeklungen ist. Und lassen Sie mich zu der Bedeutung der Filmbranche und der Rolle der Filmschaffenden noch ein paar Worte sagen. Kulturförderung ist ein Beitrag, um eine vielfältige Kulturlandschaft zu erhalten. Das ist für unsere Demokratie eine wichtige Grundlage. Deswegen ist die Hessen Film- und Medien GmbH eine Partnerin der Filmschaffenden. In dieser Rolle ist die Haltung der Filmschaffenden zur Leitung der Hessen Film sehr wichtig. Und wir verstehen im Gegensatz zu Ihnen, wie ich es auch gerade noch einmal erfahren durfte, Filmschaffende eben nicht als Subventionsempfänger, sondern als Künstler, die öffentliche Förderung erhalten. Und dazu muss man einfach sagen, Filme können überall gedreht werden. Hessen steht im nationalen wie im internationalen Wettbewerb als Filmstandort. Und die Weigerung von Filmschaffenden, weiter mit der Hessenfilm zu arbeiten, hatte daher neben einem ausgesprochenen Imageschaden auch das Potenzial, sich zu einem wirtschaftlichen Schaden in Hessen zu entwickeln. Wenn wir uns einmal diese Branche anschauen für Hessen, rund 1.000 Unternehmen erwirtschaften im Jahr 2016 820 Millionen € Umsatz. Rund 2.200 Sozialversicherungsbeschäftigte sind hier. Wir reden also hier über ein erhebliches wirtschaftliches wie finanzielles Risiko. Und genau aus diesem Grund und genau vor diesem Hintergrund hat der Aufsichtsrat entsprechend verantwortungsvoll gehandelt. Wie geht es weiter? Der Aufsichtsrat der Hessen Film Medien GmbH hat einstimmig Herrn Ministerialdirigenten Günter Schmidt-Eckert aus meinem Haus übergangsweise zum Geschäftsführer bestellt. Hier entstehen also keine zusätzlichen Kosten. Ein neuer Geschäftsführer und eine neue Geschäftsführerin soll über ein transparentes Bewerbungsverfahren gewonnen werden, ein transparentes. Und Herr Schmidt-Eckert wird seine dortige Tätigkeit so lange ausüben, bis die neue Geschäftsführerin oder der neue Geschäftsführer seine Arbeit aufgenommen hat. Der Film- und Kinostandort Hessen steht für Vielfalt, steht für Akzeptanz, steht für Weltoffenheit. Und die Gewährleistung dieser vielfältigen Kulturlandschaft ist explizites Förderziel der Hessen-Film. Und genau diese Werte
werde ich weiter mit den Filmschaffenden mit Leben erfüllen. Ich freue mich auf viele kritische, aufregende, zum Denken anregende Filmproduktionen aus Hessen. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, dass alle Jurymitglieder wieder zurückgekommen sind, dass wir sozusagen jetzt in einem vertrauensvollen Miteinander weiter gemeinsam arbeiten können. Und genau für eine weitere gute Zusammenarbeit setze ich mich mit meiner Filmförderung und unserer Filmförderung ein. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Für eine zweite Runde gemeldet hat sich der Kollege Dr. Büger. Zweite Runde heißt 5 Minuten. Herr Präsident, meine Damen und Herren, gemeldet habe ich mich noch einmal, weil mich diese Diskussion insgesamt irritiert hat. Deswegen irritiert hat, weil es doch überhaupt nicht um die Kulturpolitik der AfD geht. Und das hat 90% der Debatte bestimmt. Wir sind uns doch im Raum ab hier einig, dass wir die Kulturpolitik der AfD nicht teilen. Aber darum geht es überhaupt nicht hier. Darum geht es hier überhaupt nicht. Ich will Ihnen auch an dieser Stelle sagen, und das muss ich den Gesamtbereich des Hauses, auch Ihnen, Frau Ministerin, Sie machen doch die AfD viel zu wichtig an dieser Stelle. Aber was Sie zu unwichtig machen, das ist das, um was es geht, nämlich die Grundrechte. Die machen Sie zu unwichtig, und auf die hätten Sie sich konzentrieren müssen. Denn wenn Sie hier sagen, na ja, man kann sich mit jedem treffen, aber man muss sich erklären. Denn wenn ich mich erklären muss, dann muss ich mich schon, dann kann ich mich, Frau Wissler, wenn ich mich erklären muss, dann kann ich mich schon nicht mehr mit jedem treffen. Dann bin ich schon nicht mehr frei, weil ich sage, da muss ich eine Erklärung abgeben. Wie muss die Erklärung nachher aussehen? Was muss in der Erklärung nachher drin sein, damit sie positiv beschieden wird? Nein, die Freiheit ist, dass ich mich treffen kann, mit wem ich möchte. Und dass das entsprechend, dass ich mich eben gerade dazu nicht erklären muss, das ist Teil von Meinungsfreiheit. Und ich bin auch insoweit, bedauere ich es sehr, Frau Staatsministerin, dass Sie auf meine Fragen nicht eingegangen sind. Fragen, auf die ich ja auch nicht unbedingt die direkte Antwort weiß, aber Fragen, ob denn das eigentlich den Extremismus zurückdrängt oder verfestigt und ob es die Spaltung in unserer Gesellschaft vertieft oder ob es sie zusammenführt. Und wenn ich diese Debatte hier sehe, dann habe ich nicht das Gefühl, dass wir hier Spaltung zusammengeführt hätten. Wir haben zwar manche von Vielfalt gesprochen, aber zusammengeführt wurde hier gar nichts an dieser Stelle. Gar nichts. Und genau dieses Klima, dieses ich teile die Meinung des anderen nicht, aber ich werde mit ihm diskutieren, und ich werde ihm zulassen, dass er sie äußert, aber ich werde sie kritisieren. Aber ich werde dafür sorgen, dass er selbstverständlich auch seinen Job weiter ausüben kann. Dies habe ich hier an der Stelle nicht gesehen. Und dann, Frau Staatsministerin, wenn Sie dann am Ende sagen, oh, es ging darum, wirtschaftlichen Schaden abzuwenden. Also man kann immer fragen, wie viel wirtschaftlicher Schaden entstanden wäre. Die Empfänger von Fördermitteln freuen sich ja so oder so, wenn sie Gelder bekommen, und hätten vermutlich natürlich weiter zusammengearbeitet. Aber ich glaube an dieser Stelle, und das lasse ich wirklich mal von einem Freien Demokraten sagen, es gibt Punkte, die wichtiger sind als wirtschaftlicher Erfolg und wirtschaftlicher Schaden. Das sind nämlich unsere Grundrechte, und die sind hier und heute auch durch Ihre Äußerungen leider zu kurz gekommen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Dr. Büger. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist deren Fraktionsvorsitzender, Herr Lambrou. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, sehr geehrte Frau Ministerin, ich möchte kurz 5 Punkte in die Debatte einwerfen. Erstens, und das ist mir bei vielen Rednern aufgefallen, Sie tun so, als ob Professor Mendig sich mit einem Mittagessen-Treffen mit Professor Meuthen automatisch mit den Zielen der AfD identifiziert hat. Dazu hat er überhaupt keine Aussage getroffen. Mal unabhängig davon, wie man zu den Zielen der AfD steht oder nicht, Sie unterstellen hier eine Identifikation, die mit einem simplen Mittagessen überhaupt nicht getroffen werden kann. Zweitens, es wird hier immer ganz still in der Debatte.
wenn das Argument kommt, ja, was wäre denn passiert, wenn Prof. Mendig sich mit einem Politiker einer anderen Partei getroffen hätte? Entscheidend ist doch nur, ob er sich mit einem Vertreter einer demokratischen Partei getroffen hat oder nicht. Und die AfD ist ohne jeden Zweifel demokratisch, so wie Sie übrigens auch. Drittens. Sie betonen mehrfach in Ihrer Rede, Frau Ministerin, dass die Entscheidung ja im Aufsichtsrat einstimmig getroffen ist. Nun, es gibt auch Fehlentscheidungen, die man einstimmig treffen kann. Wenn es so einfach wäre, zwischen richtig und falschen Entscheidungen zu unterscheiden, wenn es denn einstimmig ist, dann wäre die Welt schön einfach. Vierter Punkt. Die CDU in Form des damaligen Ministers von Boris Rhein hat Herrn Prof. Mendig eingestellt. Ich muss sagen, ich bin in dieser Debatte doch ein wenig enttäuscht, wie gering, nämlich gleich null, der Rückhalt für jemanden ist, den die CDU noch 2015 als sehr qualifiziert für dieses Amt gesehen hat. Es beantwortet auch ein Stück weit die Frage, wer hier eigentlich die Koalition führt, die CDU oder die GRÜNEN. Und der letzte Punkt ist, Sie reden von einem wirtschaftlichen Schaden, den Sie verhindern müssen. Es ist ein ganz anderer Schaden eingetreten, und das haben viele Menschen, auch viele Menschen, die die AfD gar nicht mögen, sehr klar verstanden. Denn die Botschaft, die von dieser Entscheidung ausgeht, die ist klar, und sie kommt auch in der Bevölkerung an. Triff dich nicht mit AfDlern, wenn du deinen Arbeitsplatz behalten willst. Das ist der gesellschaftspolitische Schaden, und der ist enorm. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Lambrou. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Dr. Grobe. Ihnen bleiben 2 Minuten 40. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Ministerin Dorn, Sie sagten, es hätte politische Brisanz zu unterstellen, die Fotos hätten somit Brisanz. Also, Sie widersprechen sich ja selbst. Der erwartete Imageschaden, den Sie ansprachen, den existiert gar nicht. Es gibt nämlich gar keine empirischen Befunde. Oder woran machen Sie das fest? Nur weil 100 hessische Filmschaffende von 2.200, das sind 5% Mendigs Entlassung wollten? Das kann es doch nicht sein. Frau Wissler, vielleicht hätte ich nicht Ungarn nehmen sollen als Beispiel, sondern Kuba. Da kennen Sie sich ja mit sehr gut aus. Und woran machen Sie es fest, wie Frau Özegus damals, dass es keine eigene deutsche Kultur geben würde, sondern nur Kulturen? Das ist eher interessant. Herr Hofmeister, Sie haben eine bedenkliche Sichtweise, was die Versammlungsfreiheit bedeutet. Ich darf Sie zitieren. Man muss überlegen, mit wem man sich trifft und mit wem man eben nicht. Damit haben Sie sich demaskiert, ganz ehrlich. Und Herr Grumbach, mit meiner Äußerung, dass es auf die sowjetischen Schauprozesse, damit habe ich anscheinend die gewünschte Wirkung erzielt. Unser Antrag beinhaltet aber keinen Eingriff in die Hochschulautonomie, wie Sie das selbst gesagt haben. Wer lesen kann, ist nämlich im Vorteil. Das müssten Sie als Lehrer wissen. Der Vergleich mit Scharping und Hunzinger ist meiner Ansicht und unserer Ansicht nach eine Verhöhnung des Opfers von Prof. Mendig. Herr Grumbach, Sie haben ein bedenkliches Verhältnis zur Praxis der Meinungsfreiheit dargelegt. Vielleicht sollten Sie daran mal arbeiten. Danke. Herzlichen Dank, Herr Kollege Dr. Grobe. Nächster Redner ist dann auch tatsächlich Kollege Grumbach für die Fraktion der SPD. 5 Minuten. Herr Dr. Grobe, wenn Sie Kinder von Opfern von Schauprozessen kennen würden, würden Sie sich dafür entschuldigen. Das ist das Übelste, was ich hier gehört habe. Zweitens. Ich trete dafür ein, dass Sie sagen können, was Sie wollen. Ich trete dafür ein, dass Sie reden können, was Sie wollen. Und das tue ich im Parlament und außerhalb. So. Nur um das mal ganz simpel und einfach zu sagen. Das tun Sie an vielen Stellen nicht. Und Sie versuchen hier gerade, das habe ich vorhin schon mal versucht anzudeuten, jemand, der Sie nicht darum gebeten hat, zu instrumentalisieren, um Ihre eigene Position zu stärken. So. Wenn Sie hinter keinem stehen mehr,
ganz vorsichtig. So, dritter Punkt. Ich bin ja nicht doof. Ich sehe das Problem, das Herr Büger sieht. Ich glaube aber, dass er an einer Stelle irrt. Die Frage, was Herr Mendig tut und was er nicht tut, als Angestellter des Landes Hessen in irgendeiner Funktion, wäre völlig, völlig unproblematisch. Ich habe in meinem Leben schon vieles gemacht, unter anderem auch zwei Berufsverbote-Komitees gegründet in früheren Jahrzehnten. Die Frage, was jemand tut, der eine bestimmte Aufgabe hat, und das hat die Ministerin präzise gesagt, hängt von der Aufgabe ab. Und es ist nicht so ganz einfach, das zu trennen. So, das ist die Gratwanderung. Und Sie sagen, na ja, wenn die Wirtschaft, Filmwirtschaft in Hessen nicht mehr investiert, ist mir das egal. Herr Büger hat es nicht so gesagt, aber er hat es angedeutet. So, und da, glaube ich, muss man die Abwägung ein Stück weiter treffen. Da würde ich mit Ihnen gerne weiter diskutieren. Der dritte Punkt ist Spaltung zusammenführen, Herr Büger. Ganz vorsichtig. Weil ich bin dafür, diese gesellschaftlichen Spaltungen zu reduzieren. Aber wenn es dazu führt, dass ich alles akzeptiere, was aus bestimmten Ecken kommt, und es zum Verfassungsbogen rechne, dann geht mir das zu weit. Und ein Teil, und mir geht es nicht abstrakt um die AfD, aber ein Teil der Äußerungen von Funktionären, nicht Wählerinnen, sondern Funktionären der AfD, sind für meinen Begriff so an der Grenze des Verfassungsbogens, dass ich glaube, dass es überschritten ist. So, damit müssen die AfD leben. Diese Auseinandersetzung werden wir hier weiterführen. Und an der Stelle, wie gesagt, trete ich an, dass das alle hier reden dürfen. Aber ich werde Ihnen an jeder Stelle widersprechen, weil ich glaube, diese Gesellschaft wird nur dann überleben, wenn sie so bleibt, wie sie ist, nämlich liberal, demokratisch und vielfältig. Herzlichen Dank, Herr Kollege Grumbach. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit sind wir am Ende der Aussprache. Die Fraktion der AfD hat darum gebeten, dass wir den Antrag direkt abstimmen und nicht in den Ausschuss verweisen. Soweit lasse ich abstimmen über den Antrag mit der Drucksache Nummer 20-1418. Wer für die Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der AfD. Wer ist gegen die Annahme? Die Fraktion der, sind die restlichen Fraktionen des Hauses. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag abgelehnt. Wir treten jetzt vereinbarungsgemäß ein in die Mittagspause. 14.38 Uhr haben wir es jetzt. Dann sehen wir uns wieder um 15.40 Uhr. Fröhliche Mittagspause und bis demnächst.